Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Brandenburger. Ich zitiere zunächst einmal aus einem Bericht des Deutschlandfunks mit dem Titel »Flüchtlinge in Deutschland – gelockt von falschen Versprechungen«. Zitat, bei unseren Recherchen treffen wir einen syrischen Arzt, der seinen Schilderungen zufolge jahrelang in Russland gelebt und gearbeitet hatte. Als er im Internet von den vermeintlich paradiesischen Zuständen in Deutschland hörte, habe er sein altes Leben hinter sich gelassen und einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Niemand darf wissen, dass er nicht direkt aus Syrien nach Deutschland gekommen ist, nicht vor Bürgerkrieg und Verfolgung geflohen ist, sondern in Russland lebte. Und das übrigens vor dem Krieg. Deswegen will er weder seinen Namen nennen, noch seine Stimme im Radio hören. So ähnlich hört sich die Geschichte eines anderen Syrers an, ebenfalls ein Arzt. Er erzählt, dass er in der Ukraine eine gute Anstellung hatte. Auch er habe sich zu einem Neuanfang in Deutschland entschlossen. Beide wollten ihre Geschichte nicht ins Mikrofon erzählen. Zu groß ist die Angst, entdeckt zu werden. Und das mit dem großen Unterschied, dass in den meisten Fällen eben keine Ärzte nach Deutschland kommen, sondern gering oder gar nicht Qualifizierte. Menschen, die hier fast zur Hälfte Bürgergeld empfangen und damit paradiesisch, und so kann man das sagen, paradiesisch leben. Und eine weitere Folge der Geldleistung an Asylanten ist eben auch nicht von der Hand zu weisen. Sie kurbeln die Schlepperei an. Wer seine Schlepperkosten nämlich nicht sofort begleichen kann, dem räumen einige Schlepper schließlich ein, diese sozusagen nachzuzahlen. Und das mit dem Geld, das die Flüchtlinge hier in Deutschland bekommen. Also noch einmal, Geldleistungen fördern menschenunwürdige Schlepperei. Und jetzt stellen Sie sich von der SPD und CDU hin und sagen, das wissen wir ja schon lange. Schon lange wollen wir falsche Anreize verhindern, um die illegale Migration einzuschränken. Was SPD und CDU dabei aber für sich behalten, ist, sie lügen. Sie lügen, dass sich die Balken biegen und meinen tatsächlich noch, dass sie die Wähler damit täuschen können. Denn sie haben überhaupt kein Interesse daran, die Migration einzuschränken. Sie haben ein Interesse daran, ihre eigenen Posten zu retten und ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. In den vergangenen Jahren glaubten, doch billiger geht's noch, das haben wir bei Frau Kniestedt gehört. In den vergangenen Jahren glaubten SPD und CDU nämlich noch, dass es irgendwie schick wäre, möglichst viele kulturfremde Menschen unter dem Deckmantel der Solidarität hier ins Land zu holen. Man glaubte schlicht, sich damit Mehrheiten zu verschaffen. Jetzt ist es bei Ihnen allerdings auch schon angekommen, dass die Menschen in Brandenburg diese Masseneinwanderung überhaupt nicht möchten. Und da drehen SPD und CDU ihr Fähnchen einfach mal mit dem Wind. Das ist nicht nur armselig, das ist wegen seiner Erbärmlichkeit zu verachten. Sie sind maßgeblich schuld an den heutigen Zuständen und von dieser Schuld können Sie sich jetzt auch nicht reinwaschen. Das werden die Brandenburger nicht vergessen. Und Herr Lüttmann, Sie sprechen über das Leid der Menschen aus Krieg und Verfolgung. Jeder, der wirklich Krieg und Verfolgung erlebt hat, der ist froh, wenn er hier ein Dach über dem Kopf hat und wenn er hier etwas zu essen hat. Der ist froh, wenn er auch eine Chipkarte oder andere Sachleistungen in der Hand hat. Der will gar keine Geldleistung. Da kommt es ihm nicht drauf an. Wer aber hierher kommt, um diesen Sozialstaat auszunehmen, der braucht diese Geldleistung und der fordert sie auch. Und da wären wir auch beim Thema fordern. Sie haben ja gesagt, Sie fordern. Das Einzige, was Sie fordern, das ist die Geduld der Brandenburger Bürger. Und damit muss endlich Schluss sein. Frau Jolige, zu Ihren immer gleichen Dauerschleifen aus Ihrem kunterbunten Traumland, da fällt mir nichts mehr ein, aber das kennen wir ja, das ist ja immer das Gleiche. Und Herr Lagmacher, ich wundere mich, ich war wirklich verwundert. Wissen Sie, warum ich verwundert war, dass Sie überhaupt hier sind, dass Sie nicht irgendwo auf der Straße stehen und Unterschriften sammeln, um Ihren Innenminister überhaupt handlungsfähig zu machen? Das ist an Peinlichkeit überhaupt nicht zu überbieten. Und ein ganz kurzer Teil noch zu Frau Nonnemacher. Sie hatten 8 Jahre Zeit seit 2015, 8 Jahre, um gesetzliche Vorgaben zu überprüfen oder auf den Weg zu bringen. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, das kann man hier gar nicht so als Schnellschuss machen, das kann man nicht übers Knie brechen. Also das ist ja auch an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.